Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Cyclone Graffiti Tutorials. Wir sind wieder mal im Wildstyle Shop beim guten alten Ben. Herzlich willkommen hier. Und ja, heute, Freunde, gehen wir mal alle Caps durch. Alle Caps, wir sind echt bekloppt. Alle Caps. Und das haben wir für euch selektiert. Mal drei. Mal drei. Ich kann dazwischen quatschen da. Das ist mal drei. Das ist so gut. Wir machen das nämlich mit Skinnies, Fat Caps und Softcap! Yeah. Auf einer Low Pressure, einer High Pressure. Eine High Pressure. Aber ich habe gerade gezögert, weil wieso? Reden wir nicht von Output? Ja, aber du weißt ja, die werden ja so deklariert und dann erwartet man ja auch, dass man mit einem Fat Cap dann riesen Output hat. Ja. Und wir wollen euch eines Besseren belehren: ein Skinny Cap ist ein Skinny Cap, ein Fat Cap ist ein Fat Cap. Und natürlich gibt es da Unterschiede von Dose zu Dose, aber das ist meistens abhängig vom Ventil, von der Ventilart und von der Farbdicke. Ja, und deswegen, Freunde, haben wir drei verschiedene Dosen genommen. Und zwar, was haben wir genommen? Wir haben einmal genommen, schmeiß mal rüber, eine Cobra. Das ist also, da hat man ein Team, ja? Vorführeffekt. So, Leute. Eine Cobra haben wir genommen als die klassische High Pressure. Dann haben wir genommen einmal eine Low Pressure Gold, Montana Gold. Hinter steht dir. Gar keiner. Und dann haben wir genommen für Otto Normalverbraucher so eine Standarddose. Gib mir mal einfach eine Trashcan. Genau. Was rüber hier? Bam, zack. Dann nehmen wir einfach unsere klassische Trashcan. Die hat kein besonderes Ventil, die hat keinen besonderen hohen Druck. Schauen wir mal, wie darauf das Skinny Cap, das Fat Cap und das Soft Cap reagiert. Genau, das machen wir jetzt für euch. Also, scheiß die Wand an. Jetzt gucken wir zu. Diese. Beginnen wir mit dem Sparwa Skinny Cap, dem alten Oldschool Skinny Cap. Damit hat alles angefangen und muss ich sagen, nach wie vor immer noch das beste Cap. Ja, also eigentlich braucht man nicht mehr. So, wir gucken mal auf einer Standarddose, das ist zum Beispiel eine Trashcan von uns, Chromsilber. Ja. Wenn du ein bisschen weiter weg gehst, hast du jetzt so einen 1,5 cm dicken Strich, aber so spült ja keiner, man geht ja schön nah ran. Das ist halt die Form, die gibt es halt her. Da hast du dann schön gestochen, scharfe Linien. Ja. Und nicht so doll runterdrücken, zack. Sieht schön aus. Ja. Das kriegst du mit dem Cap super hin. Und dafür ist es auch bekannt gewesen. Das sind ja auch die ganzen Amis wollten immer dieses German Universal Cap haben. So. Wenn man schräg hält, die Dose, also die Dose mit dem Cap schön herangeht, da ist der Winkel wichtig. Da kann man schöne Effekte machen. Zum Beispiel, ne? Eine Seite schön hart. Ja, jetzt habe ich natürlich verkackt. Wa? Dann machen wir es nochmal neu. Ne? Also, eine Seite schön hart. Eine Seite ist genebelt. Da kann man halt, wenn man 3D malt, eben schön solche Dinge machen. Ja, so. Ja. Das gleiche Cap auf der Low Pressure von Montana. Schöne Dose, schön weiches Ventil. Ja. Hat ein bisschen mehr Druck als so eine Standarddose. Ist aber ein Low Pressure. Ja. Ziehen wir mal genau rüber. Schön nah ran. Seht ihr, also ist kaum ein großer Unterschied. Ja. Schön dünn, schön sauber. Geht mal ein bisschen weiter weg. Hat dann den gleichen Effekt. Also ist überall eigentlich gleich einsetzbar. Hier, da sogar noch ein bisschen besser. Ja, seht ihr? Da kann man es sogar noch besser machen. Ja. Also ein schönes Cap, auch für die Gold. Und jetzt haben wir so eine klassische High-Pressure-Dose, die ja, also mit Cobra hat sich ja eigentlich geändert. Ja. Da probieren wir mal auch vom Weiten weg. Muss ich sagen, sehr gut. Ist sogar fast sauber, ja. Und schön nah rangehen. Das tun wir mal hier. Ist fast genauso dick, ja. Für eine High-Pressure finde ich super. Und probier ich nochmal hier. Perfekt. Schön zum Schneiden nochmal. Auch schön. Ja. So. Wie gesagt, das Cap ist universell einsetzbar. Deswegen hieß es auch damals auch Universal Skinny Cap. Ist ein sehr schönes Skinny Cap. Eigentlich braucht man nicht mehr. Das gleiche Cap gibt es ja in verschiedenen Farben. Loop bringt es in so einem transparenten Grau raus. Iron Luck aus China kopieren es ganz krass. Ja.
MTN, glaube ich, ist das, in Gelb, ja, ist alles eigentlich dasselbe. Ist es wirklich so? Werden wir jetzt herausfinden, ja? Fangen wir an mit dem Gelben. So, damit wir auch alles sehen, mal schön hier sauber alles. Frisches Chrom ist ja sowieso das Schönste. So, fangen wir wieder an mit der Trash. Mit dem gleichen Cap. Ja, also seht ihr, ähnlicher Strich wie vorhin. Auf der Gold. Da muss ich sagen, kommt sie ein bisschen kräftiger. Kommt ein bisschen mehr raus hier. Also schneller. Ne? Und hier. Auch ein bisschen schneller. Also ein leichter Unterschied ist schon. Die lässt ein bisschen mehr durch. Gucken wir mal am Schlitz. Hier am Schlitz, da seht ihr auch die Menge, wie er die Farbe durchlässt. Ja, gucken wir mal hier. Sind eigentlich identisch. Das gleiche Cap jetzt von Loop. In einer anderen Farbe. Und ja, auf der Trash identisch. Auf der Loop schwieriger, da seht ihr schon, die haut mehr Farbe raus. Und auf der Low Pressure, ja, schön. Ja, jetzt bin ich gespannt auf die Kopie aus China. Ja, also hier sprüht auf einmal die Trash so wie die Cobra vorher. Oh, hier kommt. Ist eigentlich für die Loop, für die Cobra meine ich jetzt hier. Für die Cobra schwierig. Da kommt zu viel raus. Mhm. Oh, klingt auch sehr viel. Ja, ist schwierig mit sauber zu spielen. Der, wenn du hier nochmal näher rankommst, der traut dir richtig raus. Bam! Das ist so wirklich. Oh, sieht also, man ja. Das ist unsauber, aber eigentlich auch zu gebrauchen. Die sind ja die Caps für Iron Luck. Also ich denke mal, auf einer Iron Luck wird es vielleicht besser sein. So, jetzt das blaue Skinny Cap hier. Da sagte ich ja vorhin, auf der Gold ist es schön. Gucken wir mal auf der so normalen Dose mit Trash. Hört mal hin. What? Was? Die stottert so ein bisschen. Keine Ahnung warum. Die stottert. Drückt man nicht so da raus, warte mal. Oh, ich finde es ein bisschen schwierig. Auf der Cobra, gucken wir mal, als Referenz High Pressure. Finde ich nicht so schön sauber. Aber hier kannst du jetzt schön, wenn du nicht so doll drauf drückst, ja, geht schon. Kann man schon dünn sprühen, wenn man nicht so doll drauf drückt, ja? Und hier hat ein Homie hier, Rice, hat oben gesprüht damit und hat ganz dünne Linien hingebaut. Ich muss das mal probieren, ich habe das noch nicht probiert. Ja, tatsächlich. Niedrigster Druckpunkt, ne? Ja, niedrigster Druckpunkt. Und mach das jetzt mit einer kleinen Übungssache, man sieht schon hier an den Stellen. Geht. Nicht schlecht. Also auf der Montana Gold ist das Cap ziemlich cool. Jetzt checken wir mal das Level 1 bis 3 und
was soll ich sagen, auch eine Kopie aus China. Hat sich wohl rumgesprochen, dass das Level 1 ziemlich cooles Gap ist. Und da gibt es eins aus China, was identisch aussieht. Checken wir mal. Wieder gleiche Reihenfolge. Hier ist die Trash. Hört man hier schon. Stottert, aber es ist wirklich sehr dünn. Weiter weg, auch noch dünn, aber stottert. Also kommt mit der Trash nicht so klar. So, jetzt nehmen wir mal hier die Cobra wieder. Klingt schon flüssiger. Ja. Noch einen niedrigen Druckpunkt. Ja, kann man nicht so einfach machen. Okay. Und jetzt mal an der Montana Gold, wofür sie eigentlich gedacht ist. Ja, guck mal, das ist echt geil. Oder? Also ist es wirklich so, das Cap ist wirklich optimiert für das Ventil auf der Montana Gold und ist auch das beste Ergebnis. Schön dünn. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt probieren wir mal das Cap aus China aus. Soll ja das gleiche sein, ja. Ein Ultra Skinny von Iron Max. Checken wir mal. Oha. Checken wir mal. Muss ich noch was sagen? Nein. Okay, alles klar. Leute, ihr wisst Bescheid. Also es ist grün, es sieht ähnlich aus, ist nicht das gleiche. So, machen wir es mal auf der Cobra. Ja, kommt auch schon zu krass raus. So. Skinny. Zwei dumme Eingedanken. Müssen wir auf der Trash? Auf der Trash ist sie gut. Also, geht. Da reden wir nicht viel, da gucken wir uns das einfach an. Ah, stottert auf der Trash. Aber macht schöne Linien. Auf der Cobra, gucken wir mal. Kommt ein komischer Strahl. Klingt komisch, aber. Also, wenn man nah ran geht, unsauber. Wenn man ein bisschen weiter weg ist, eine äußerst gute Linie, muss ich sagen. Sieht schön aus. Sprüht sich angenehm mit der Cobra. So. Und dann auf der Montana Gold. Ja. Ja, also auch, da muss man ein bisschen Abstand haben. Ist ein schönes Cap. Seht ihr ja den Unterschied. Hier ist 1 und hier ist 2. Ist auf der Trashcan ziemlich gut. Stottert aber auch, man hört's. Ja. Stottert leicht. So, jetzt die Cobra. Kommt schön flüssig. Muss ich sagen, geiles Cap für die Cobra. Montana Gold, wo sie ursprünglich gemacht wurde. Kommt sie ziemlich breit raus, guck mal. Seht ihr das? Schauen wir mal, wie das Sprühbild ist. Nö, aber kann man auch dünner mitspielen. Wenn man nah genug dran ist. Ja, hier ein bisschen weiter weg. Ja, also eigentlich ist kaum großer Unterschied zu der 2. Also 2, 3 ist ähnlich. Ja, jo, weiter. So, wir haben natürlich jetzt noch einige Caps vor uns und ich gehe jetzt einzeln durch. Wenn was zu sagen ist, sage ich etwas, wenn nicht, straight durch. Also, checken. Wir haben noch viele Caps vor uns. Die Rarität, die es nicht mehr gibt. Ja. Gucken wir mal auf der Trashcan, wie es sich da verhält. Das Trashcan Skinny Gray? Genau, das alte Skinny Cap. Dein Liebling. Genau, dein Liebling. Also, die Trashcan ist eine Referenzdose jetzt für Otto Normaldosen, so für Industriedosen. So, kann man schön mitziehen. Stottert nicht.
Ja. Wir haben ja gemerkt bei den Caps vorher, da stottert es ab und zu bei der Trash. Hier nicht. Die Cobra. Oh, klingt schön, saftig. Mhm. Schön soft. Mal gucken, ob es auch so sprüht. Oh ja. Muss man sagen, sprüht schön. Jawohl. Und jetzt sucht die Montana Gold als Referenzdose für Low Pressure. So. Ah, guck mal. Hier sprüht es anders. Kein so schönes Sprühbild. Also für die Montana Gold ist das Cap dann nicht so geeignet. Wisst ihr einfach Bescheid, ne? Ich habe nochmal zwei schöne Raritäten. Gibt es auch nur bei uns die letzten Reste. Das kleine Outline Cap, ja, habe ich damals als Schweden Cap deklariert, weil es blau ist. Und das war unser kleines Outline Cap. Testen wir mal. Die Oldschool Caps, die gibt es leider gar nicht mehr in dieser Form, ja, wurde komplett eingestellt. Ja, noch ein paar haben wir noch davon. So. Ja, würde man sagen. Mit der Trashcan, kleiner Druckpunkt, erstaunlich. Bisschen Dollar rausdrücken, ja, unsauber. Also ein schönes Cap für Details, ja. Wir haben noch ein paar, wir haben circa, ich will nicht lügen, vielleicht knapp 500. Ja, das ist also, solltet ihr zugreifen, gibt es danach nie wieder und reinigt sie. Reinigt sie. Und das Geile ist bei den Caps, die haben wir damals immer auch schräg draufgesetzt. Wenn du die schräg draufsetzt, kannst du dann auch nochmal wieder Effekte machen. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Cap. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Also, hier, guck mal. Schön auf der Cobra. Oh, schön, schön. Könnte man vergleichen mit dem New York Skinny, was ja leider nicht mehr funktioniert für uns, unsere Zwecke, weil es nirgendwo aufpasst, ne? Also achtet darauf, kauft keine New York Skinnies, die passen nicht auf eure Dosen hier in Europa. Ja, schade, die New York Fat Cap passt, komischerweise. So. Und jetzt mal auf der Gold. Ja, nicht so gut, ja, muss man ganz klar sagen, sehr unsauber. Wenn man unsaubere, unscharfe Linien braucht, ein perfektes Cap. Sag ich mal so. So. Jetzt das kleine Schweden Skinny, ja, ist eigentlich ein Softcap. Habe ich gerne benutzt damals, sehr oft. Zum Füllen und zum Faden. Schönes Cap. Gucken wir mal, wie es auf der alten Sparware ist. Ich mache mal hier gleich daneben weiter. Ja, ne? Die Outlines sind super schön. Wenn man weiter weggeht, nebelig. Und zum Faden perfekt. Guckt euch mal an, wie wenig man faden kann. Die anderen Caps, die kommen ja immer so rausgeschossen. Habt ihr vorhin gesehen bei den Skinny Caps? Das hier ist für Fadings perfekt, guck mal. Ganz wenig. Bam, bam. So nach. Ich komme hier gerade vor wie dieser Typ mit der Wolle da. Ja, Bob Ross. Bob Ross, yeah, look at that. This is all amazing. Oh yeah. I'm happy with the clown. So, also ist schön zum Faden, ja, sehr schönes Caps zum Faden und auch für dünne Linien. Sprüht schön langsam, ja. Auch nicht mehr erhältlich. Nur noch ein paar. Unsere FBM-Jungs, die haben das schon gebunkert. Massenweise. So, schön auf der Cobra. Sehr schön auf der Cobra. Auch schön schnell. Also schön schnell. Und fadingsmäßig. Ja, gleicher Effekt. Kann man punktuell schön ein bisschen faden. Sehr schön. Also kann man sogar Feinheiten mitmachen mit der Cobra. So, auf der Gold. Ich sag mal, wird nicht. Guck mal nochmal. Oder? Ha! Ja. Ist jetzt nicht so optimal, aber zum Faden. Nee, kommt auch zu viel raus. Ja, würde ich auch also, empfehlen. Ja, ist nicht. Also ist für die Gold nicht so geeignet. Aber wie gesagt, ein schönes Oldschool Cap solltet ihr haben. Ja, wir haben auch nicht mehr viel davon. Komplett aus. Wird nicht mehr hergestellt. Ich glaube, ja, heul ich ein bisschen hinterher. Jetzt kommen wir zu den Softcaps, ja, was ist zu sagen, so viele gibt es davon nicht. Und ihr seht ja schon, hier habe ich das kleine wieder dabei, ist halt eigentlich ein Softcap. Dann gibt es das Softcap einmal in weiß und in grau
Kein großer Unterschied, eigentlich ist das gleiche. Ja? Wir testen jetzt einfach mal diese beiden. Das Graue und das Weiße. Großes Weiße hier. Hier. So. Und das ursprüngliche, echte Softcap von damals, ja, das war unser goldenes Softcap. Ja? Hat lange nicht mehr benutzt. Damit haben wir immer schön Fadings gemacht. So, zum Beispiel mit den lasierenden Farben von Sparva, die Bloomspray Braun hat gar nicht gedeckt. War perfekt für Charakter. Konnte man so schön anschattieren, andunkeln. Perfekt, ist eine perfekte Sache. So, checken wir. Erstmal Silber machen. Puh, sprühe ich schnell. Okay, fangen wir an mit dem goldenen Softcap. Auf der Trash, eine schöne Linie, ja, stottert gar nicht. Wie gesagt, das hatten wir damals auch für die ganzen Sparbar-Dosen immer benutzt. Und hier ein bisschen weiter weg, konnte man schön nebeln, ja, konnte man auch schön Fadings machen damit. Aber wie gesagt, Outlines war perfekt. Also es war ein schönes Outline-Cap. Ja. Eine Linie, bam, hat gesessen. So, auf der Cobra gucken wir mal. Ober. Klingt auch hart. Ja. Ja, sprüht gleich, wie die Trash kennen. So, weiter weg. Na, sprüht sie besser. Ja, dann sprüht sie besser. Super. Und jetzt auf der Gold. Schauen wir mal. Von Low Pressure. Na. Na. Ja, doch. Ähnlich, ein bisschen unsauber, aber ähnlich. Weiter weg, gleich wie die Cobra. Ja. Jetzt ab zum Blauen. Gehen wir gleich daneben. Trashcan mit dem Blauen. Viel, viel dünner. Stottert aber nicht. Und wenn man nah rangeht, fast ein Skinny. So. Der Cobra, wie ist es da? Viel breiter, schön flüssig, schön schnell, wenn man nah rangeht. Okay, gut. Auf der Gold, schauen wir mal. Unsauber. Für die Gold nicht so geeignet. Jetzt das in Grau, denke ich mal, wird das gleiche sein. Ja, das ist nur eine andere Farbe. Ja, ja. Eher wie das, ja. So. Aber die sprüht doch anders. Oder? Irre ich mich. Ja, doch, ein bisschen. Ja? Weil hier ist es sauberer. Mhm. Also sprüht doch tatsächlich dünner hier bei der Cobra und bei der Tough Color war es. Bisschen unsauber. Hier aber gut, zum Nahziehen ziemlich gut für die Cobra. Und hier bei der Gold, was haben wir denn hier? Na, schwierig. Also, was mir auffällt ist, die Gold mit den Level 1, 2, 3, 4, 5 Bombe, aber mit den anderen Caps hier schwierig. So, ja. Das war's mit den Softcaps. Wie gesagt, da gibt es nicht so viele. Softcaps ist eigentlich nichts anderes als ein Outline-Cap, was ein bisschen breiter ist und softer rauskommt. Das ist alles. Ursprünglich waren ja auch die, die Skinny-Caps, die, sagen wir, diese Graupunkt-Skinnies, ja, die Belton gerne verkauft als McLean oder so, hier mit dem Stiepsel. Das waren eigentlich ursprünglich auch Softcaps, ja. Und dann eben zu Skinny Caps gemacht. Ich habe hier noch ein paar andere Skinny Caps. So. Ja, wie gesagt, hier, genau, das. Wollte ich euch nochmal zeigen. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Skinny Cap. Das ist das unbekannte Skinny Cap. Das beige, ja. Mein Favorite eigentlich. Finde ich auch gut. Ja, kennst du das, ja? Mhm. Siehst du, der Psych Wonder kennt das. Der hat Ahnung. Läuft. Dann gehen wir mal hier rüber. Auch wenn die Form mir nicht zusagt. Ja. Du kennst Banana-mäßig, ne? Also, hier, schau mal. Ich finde es super sauber, ja,
Hammer. Stottert auch nicht bei der Trash zum Beispiel? Ja, kannst du nicht sagen. Das Cap ist einfach brillant. Und wenn du schön nah rangehst, zack. Sehr schön. Auf der Cobra, gucken wir mal. Auf der habe ich es noch nicht getestet. Ja, guck mal. Oh, ey. Hammerlinie. Hammerlinie. Also, es ist unheimlich unterschätzt, das Cap. Kennt keine Sau, ja? Außer Seik. Und Ben. Und Icke. So. So, das ist das Seik One Ben Cap. Genau. So, und hier mit Outline. Ey, super. Hier ist es komischerweise, siehst du, das Cap wieder für die Montana Gold wieder gut. Schön sauber, schön scharf. Ja. Hätte ich genauso auch erwartet, ganz ehrlich. Ja, also schönes Cap. Also wie gesagt, das beige Skinny Cap ist unterschätzt, kennt nicht jeder. Weiß nicht, warum. Ja. Wahrscheinlich, weil der Klima dafür Werbung macht. Oh, oh, oh. Jetzt fangen wir an mit dem Ultra White Fat Cap. Und schauen wir mal, was passiert. Nichts. Probieren wir mal bei der nächsten Dose. Männlich-weiblich oder was? Nichts. Probieren wir bei der nächsten Dose. Nichts. Warum nicht? Ich erkläre es euch. Also, dieses Ultra White Cap ist eigentlich nur konzipiert für die ganzen 600er. Es funktioniert bei den 400er nur bei Bomber, ja? Bei unseren, weil wir ein anderes Ventil haben. Wir haben nämlich, was ich dir schon gesagt hatte damals, dieses Ultra Wide, also dieses High Put Output Ventil mit dem Kreuz. Weil das Cap keinen Schlitz hat in dem Röhrchen, ja, wird die Farbe nur dosiert über das Ventil. Alle anderen 400er Dosen haben nur diesen grünen Ring, wo eben die Farbe reguliert wird über den Schlitz am Röhrchen vom Cap. Ja? Weil das hier fehlt, kommt da nichts raus. Ja? Also es geht nur über den Schlitz. Wenn ihr das Cap benutzen wollt auf den anderen Dosen, dann müsst ihr, ja, kleiner Tipp von mir, einfach hier einen Schlitz reinschneiden mit einem Teppichmesser. Aber achtet darauf, dass es nicht tiefer ist als hier. Ja, wenn ihr es zu tief schneidet, zu tief runter, dann habt ihr einen Overkill. Breiter könnt ihr werden, umso breiter, umso mehr Farbe kommt rein. Ja? Aber ich sage euch gleich, dieses Ultra White Fat Cap hier hat nicht den gleichen Effekt wie die Montana Ultra White. Die Montana Ultra White, die funktionieren richtig fett, weil die auch noch ein extra spezielles Ventil haben, wo es richtig rausrotzt. Ja? Und das kann man nicht vergleichen. Ich zeige es euch mal hier auf unserer Bomber. Ja? Wie gesagt, ist nicht das gleiche Ergebnis. Aber es funktioniert. Ja? Ja, also, wie gesagt, funktioniert nur auf der Bomber oder auf allen anderen 600ern, die ein 4-Slot-Ventil haben. Ja, ihr seht schon, ist nicht zu vergleichen, ja, mit Ultra-Wide nicht zu vergleichen, ja. Aber macht trotzdem Spaß und wenn man schön weit weg geht, kann man schön Sprenkelarbeiten machen. So. Ja, dann saut man die Wand schön ein. Junge. Marmoreffekt. So. Also, wie gesagt, haben wir gesehen, funktioniert nicht auf den 400ern, nur auf großen oder auf Bomber. Jetzt fangen wir von hinten an mit den Astros. Das ursprüngliche Astro Fat Cap ist ja das hier, ja? Schönes, klassisches Astro Fat Cap. Danach kam das Gelbe, ja? Und danach kam dann hier ein neonfarbenes. Dann kam von Montana Level Cap Nummer 6, auch ein Astro. Und dann kam Molotov auf die Idee, auch ein ultra weites Fat Cap zu machen. Wo ist das? Nee, erstmal kam dann Cobra, auch ein Astro Fat Cap, ultra weit. Und wo ist das Ding hier? Genau, dieses hier auch noch. Ja, also, was ist die Besonderheit daran? Ganz einfach, wie gesagt, guckt einfach hinten rein, da seht ihr den Schlitz. Beim Astro Fat Cap ist es unheimlich weit offen. Ja, unheimlich weit offen. Ja, ist so einen klassischen rosa Fat Cap schon erheblich. Ja, sagen wir, ist die Hälfte nur so breit offen und hier ist schon um die Hälfte mehr.
Ne? Ja. Und vorne, die Düse ist eigentlich ähnlich gleich. Man verwirbelt schön, ja. Verwirbelt aber auf den Caps, auf den Dosen nicht immer gleich. Ja? Bei manchen ist es ein Stern, bei manchen ist es ein Punkt. Muss man gucken. Auf einer regulären Dose, hier eine Trash. Ja. Kein großer Effekt. Auf der Trash eher mittelmäßig. Liegt aber, wie gesagt, am Ventil. Ja. Jetzt auf der Cobra. High Pressure. Er klingt jetzt schon ganz anders. Ja. Und gucken wir mal, wie sie aussieht. Ah, guckt euch das an. Das ist natürlich diesen Effekt. Ja. Mhm. Kriegst du also mit so einer normalen Dose und mit so einer Trash hin, kriegst du es nicht hin. Ja. So. Genau. Machen wir das gleiche Cap auf der Gold. Klingt auch sehr geil, schön voll. So. Ja, geht doch. Also super, ja. Kommt gut rüber. Jetzt das nächste Astro Fat Cap. Das mache ich mal daneben, dass man mal gucken kann. Ja, ich lasse mal die Trashcan eigentlich red weg. Können wir ein letztes Mal probieren? Nee, also Trashcan fliegt jetzt immer raus bei den Astro Fat Caps. Dann gehen wir jetzt gleich zu der Low Pressure und High Pressure. Für die High Pressure. Jetzt mal hier übers Grün rüber. Ich muss sagen, ein bisschen besser. Also vom Handling. Da kriegst du es einfach hin. Bringt MTN raus. Ja, auf der hier. Auch schön, schön breit. Sehr schön. Nice. Sehr schön, also gefällt. Neon. Shoot ein bisschen sauberer als das ursprüngliche Astro. Das Gelbe wird von vielen Zugsprühern hochgelobt. Ja? Gucken wir mal, warum, wieso, weshalb. Ja, das ist echt der krasseste Unterschied. Ne? Also man hat hier volleren Kreis, aber nicht ganz rund, aber ist schön, sprüht wirklich schöner. Ja? Also da bei den Astro Fat Caps gibt es wirklich Unterschiede. Das ist nicht nur die Farbe. Also bei den Skinny Caps war es ja anders. Aber hier, ja, gut. Also wie gesagt, Astro, super geil. Ja, so fing alles an. Ja. Dann das Neonfarbene. Vom Feeling, vom Handling ist ein bisschen anders. Ich finde es persönlich cooler. So, jetzt die Cobra. Oh, klingt schon sehr schön. Aber guck mal. Schön, ja. Aber ist nicht so breit. Ist doch nicht so breit. Durchgehend deckend, ne? Ja, bei den großen. Ja, also bei allen ist nicht so. Das hat jetzt was mit dem Ring zu tun. Weil, du weißt ja, umso breiter, umso langsamer musst du ziehen und umso dünner, schneller. Oh, hier, auf der Gold. Ja. Ja, so Mann. Aber, okay, es kommt nicht ans Astro ran. Es ist ein schönes Fat Cap, ja, aber es ist kein Astro. Gucken wir mal hier. Oh ja. Das ist schon. Ja, aber ist, muss ich sagen, hier. Cool. Schwarzes Verkehr. Oh, auf der Gold. Also auf der Low Pressure kommt auch fett, aber nicht so fett. Und geht nicht so dünn. So, rosa Fat Cap. Trash nix mit Fat Cap. So, Cobra, Fat Cap. Mit rosa Fat Cap. Ja, die fette Outline ist cool, aber es ist kein Fat Cap auf der Cobra. So, auf der Gold, gucken wir mal, wie es da sprüht.
ähnliches Verhalten. Ja. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Ne? Probieren wir mal die Bomber. Bin echt gespannt jetzt. Wie ist das auf der Bomber, Alter? Bomber übrigens eine Dose, mit der auch ich sehr zufrieden bin bisher. Ah, haben wir es hingekriegt, ja? Ja, läuft. Also ist der Bomber schon ziemlich cool. Ist das Bomber Fettgap, Lan? So, jetzt nehmen wir das. Also wirklich, ich liebe dieses New York Fettgap. Geil für Outlines, geil zum Füllen. Na? Sag mir eine Keule, Joch, Mike D, Alter. So. Auf meiner Trash. Ja, für Outlines. Okay. Aber kein breites Bild, ja. Also Trash, wie gesagt, ist schwierig. Für Fettcap ist also keine Action-Dose, ja, ist einfach nur Hall of Fame. Ah, Reihenfolge beibehalten, und zwar Cobra mit dem New York Fettcap. Macht einen schönen runden Kreis hier, wie ihr seht. Und zieht schöne Linien, aber ist auch nicht so breit. Und wenn, ist es nicht so sauber. Bei der Gold, schauen wir mal nach. Also wie gesagt, ich feiere das Ding, weil ich mache wirklich runde Punkte. Ja? Das ist eines der wenigen Caps, das runde Punkte macht. Und wenn du weiter weg gehst, siehst du, schöner Hof und in der Mitte das Zentrum. Lines zieht das Schöne, die Outlines. Also wie gesagt, ein schönes Outline-Cap, New York Fat Cap. Ruhig mal auf meiner Bomber. Huch, was passiert? Mammut. Schön rund. Ja, guck mal, da ist der Hof und da ist das Ventil, also optimaler. Schön eingestellt. Ich muss mal unsere Techniker und sich im Labor sich mal loben, ja. Schön gemacht. Ja, schön, wunderbar. Also New York Fat Cap, mein Favorite für Outlines, zum Füllen in der Hall, perfekt. Schönes Cap. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Wir haben jetzt also alles durchgetestet, ja. Zwei, drei Caps habe ich jetzt nicht gemacht, hier wie das goldene Fat Cap. Ja, weil es doch sehr ähnlich ist wie schon andere, die wir gezeigt haben. Aber ihr habt gesehen, ja, die meisten Caps reagieren gleich auf verschiedene Dosen. Manche funktionieren gar nicht, ja. Und das könnt ihr euch auch immer merken, weil es ist immer wichtig, das Ventil und die Einstellung vom Gasgemisch und der Farbe, von der Dicke her von der Farbe, ist immer ausschlaggebend, wie die Caps wirklich sprühen. Also man kann nicht sagen, das Cap ist das Beste, sondern das Cap für diese Dose ist optimal, und das könnt ihr euch merken. Ja, das war's. Ich gebe jetzt zurück an Psych One. Also 300, gefühlte 3000 Caps danach, ja, kann man sagen, hätte uns sparen können. Ja, ein Skinny Cap ist ein Skinny Cap, ein Fat Cap ist ein Fat Cap und ein Soft Cap ist ein Soft Cap. Und High Pressure ist High Pressure und Low Pressure ist Low Pressure. Freunde, ihr müsst einfach das Richtige für euch herausfinden. Ich meine, wir haben euch jetzt ein bisschen eine Anleitung gegeben und unsere Meinung dazu, aber was man im Endeffekt malt, das ist jedem das eigene Empfinden. Ne? Wie ihr auch gesehen habt, es gibt einen einzigen Ausfall gab es bei dem Ultra White Fat Cap. Das hat ja auf keinem Cap, auf keiner Dose gepasst. Ja, das war eben das Ding mit dem Ventil, das wir schon vorher angekündigt haben. Und auf der Bomber hat es funktioniert, weil wir eben ein Ventil verwenden, was auch in der 600er ist. Also, das ist das Einzige, was nicht funktioniert auf keinen der Dosen, nur auf der 600 und auf der Bomber. Alles andere habt ihr gesehen, Skinny Cap ist Skinny Cap. Auf dem einen besser, auf dem einen schlechter, aber eigentlich alles ähnlich. Also wie gesagt, was ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt eigentlich nur ein Skinny Cap, das klassische Sparskinny, ein Fat Cap und ein Soft Cap. Und das geliebte New York Fat Cap. Genau. Und somit gehe ich zurück ins Studio bei Psych One. Ach, du bist ja hier. Ja, dann übernehme ich einfach mal. Also Freunde, was ganz wichtig ist für den YouTube-Channel vom Wildstyle Shop und auch für meinen YouTube-Channel, ihr müsst uns in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Oh ja. Was wir für euch testen sollen. Oh ja. Testen, dieser Mann. Ausprobieren, dieser Mann. Ja? Und ja. Also ohne Scheiß, das ist ganz wichtig, weil, ich sag's euch, wir sind, wie sagt man so schön, betriebsblind. Wir sind so tief in der Materie, wir wissen gar nicht, was interessiert euch. Also viel ist es für uns selbstverständlich, ja. Wir wissen nicht, was euch interessiert. Weil, ja, unsere Erfahrung, 26 Jahre, ihr fangt vielleicht gerade erst an. Ist wirklich interessant,
Sagt uns, was euch interessiert, wo wir euch helfen können. Und wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und Infos ranzukarren. Genau so machen wir das, Freunde. Und ne, da seid in erster Linie ihr gefragt. Aber, und ich hau das jetzt einfach raus, wenn ich das eigentlich nicht darf. Was da, ich krieg nachher erst die Schläge, das seht ihr dann nicht. Was denn? Für die Leute, die öfter beim Wildstyle-Shop bestellen, die werden automatisch in einer Datenbank erfasst, also die E-Mail-Adressen. Und wenn es Eilmeldungen, Sonderangebote gibt, dass Sachen rauszuklöppen sind für ganz wenig Geld, dann bekommen natürlich die Stammkunden diesen Bonus. Ja? Und das ist natürlich was Wichtiges. Also Freunde, Also wir haben das, ich muss dazu sagen, er kam auf die Idee, super Idee, weil wir haben ab und zu hier Aktionen, die tun wir online gar nicht stellen. Die machen wir hier im Laden, rasen wir die immer ab. Seik sagt, das ist unfair, ja, hier in Berliner kriegen wir die besten Angebote. Jetzt werden wir uns bemühen, jetzt auch, dass auch alle anderen Nicht-Berliner von unserem Vorteil hier kriegen, also Trashcans, sonst was, Pipapo, Besonderheiten. Und ja, wie gesagt, die Caps hier zum Beispiel, die Raritäten, ja, ihr kommt jetzt ran. Also, wenn ihr mal beim Wildstyle Shop bestellt habt, seid ihr schon dabei. Und so sieht das natürlich aus. Also, ihr werdet dann angeschrieben, Einmeldung, und dann könnt ihr natürlich abgreifen. Nutzen und das, oder in die Tonne boxen. Genau, und das ist meistens unter dem EK. Das muss man auch sagen. Ne? Also, kleiner als der EK. Und geht zwar nicht bei allen Produkten, aber manchmal ist was Gutes dabei. Wir brauchen oft Platz im Lager. Für die Handelbank, ja? Fangen wir wieder an? Mhm. Würde ich sagen. Also mein demnächst Fitness-Tipps mit Psych One und Ben. Eins! Wampe plus Wampe gleich Schlanke, ja? So müssen wir das machen. Okay, haut da rein, ja? Bis zum nächsten Mal. Euer Psych One, euer Ben und dieser WildStyleShop.com. Herzlich willkommen hier im WildStyleShop, ihr Alter, ihr Wichser! Erstmal hier Psych One hier! So, aufgesteht. Outtakes, diese. Ist das Bomber Fettcap, Lan? Der Master G im Hintergrund am Lachen, Freunde. Siehst du, das zieht nach links, Digga. Hab ich ja gesagt, das zieht nach links. Deswegen macht es keinen Sinn da. Zieh das mal bitte hier vorne rüber, wo der Creme sitzt. Fangen wir an zu drehen, was? Nee, kommt mal beide her. Wir spotten ab hier. Drei, zwei, eins. Nochmal, das war zu unsynchron. Unsynchron. Sind wir behindert oder sind wir behindert? Dicker, ein bisschen zu wenig schneiden. Alles kommt mit Dicker. Aber ein bisschen schon diese. Alles gut, Dicker. Fick dich mit unserer Gang! Sag mal, habt ihr überhaupt einen Fahrschein? Ich krieg das nicht mal hin, Alter. Dicker, noch einmal. Einmal, Bruder. Einmal, wir haben Spaß. Dicker, fick nicht mit uns. Masterchen, mach mal diese. So, Freunde. Wir haben nur Scheiße gelabert, ne? Aber. Mullern ohne Ende. Hier. Von Skinny bis Fat Cat, 3DLK Crew, astrophysikalisch, styletechnisch diese Overkill, Psychedelic Mission.